Recht herzlich willkommen zur 218. Folge vom Crowbel Space Programm. Ja, ich begrüße euch und wir sind ja unterwegs zur Rettungsaktion, die wir dann mal Rescue Orbit, das war er, ne, oder? Genau, dann fliegen wir das mal, gehen wir da rein und schauen, wie wir das weiter hinkriegen. Wir hatten ja schon ein bisschen angepasst letzte Runde. Gehen wir mal auf die Übersichtkarte und wir sind jetzt hier und unser Ziel fliegt worum? Hier irgendwo, da ist er. Nee, das wollte ich nicht, ich wollte rechtsklicken, dann sehe ich den auch. Habe ich letztes Mal überhaupt nicht gemacht, ne? Das war nicht so dolle. So, wir sind hier, er ist da. Das bedeutet, wir fliegen die Außenbahn, die fliegen den inneren kürzeren Weg. Wir müssten rein theoretisch ja noch kleiner werden dann, ne? Damit wir den schnelleren Weg haben. Allerdings sind wir hier schon auf 80.000 runter. Bringt's jetzt nicht wirklich so viel, ne? Ich glaube, wir fliegen mal eine Runde ein bisschen schneller hier. Und gucken, dass wir hier gleich erstmal, wenn wir da drüben sind, machen wir dieses Mal ein bisschen kleiner, damit wir mehr Schnittpunkte haben, weil ich glaube, wir sind die ganze Zeit noch außerhalb. So, da kommen wir gleich zu unserem weitesten Punkt. Oh, das ist auch noch weit draußen, ne? Naja, aber das ist jetzt auch nicht so wild. So, wo ist er? Da ist er. Und wir müssen dahin ausrichten. Und fliegen dann mal unter. Hier, so, jetzt haben wir hier auch die zweite Marke, ne? So, lassen wir das jetzt mal. Und fliegen dann aber weiter rum. Den holen wir natürlich nicht ein. Die Apperapsis können wir hier mal wieder wegnehmen gleich. Ja. So, er ist hier. Ja, da müssen wir noch ein paar Runden machen, ne? Bis das klappt, würde ich sagen. Geht noch schneller, ne? Ne. Vielleicht jetzt gleich, wenn wir ein Stück weiter weg sind, ja. So, er hat ja den kleineren Kreis, wir haben den größeren. Das heißt, er müsste jetzt gleich vor uns sein. Ja, die Hälfte haben wir schon, ne? Ja, ist halt so jetzt gerade. So. Jetzt müssen wir gleich wieder schneller machen können. So, jetzt geht's. So, jetzt sollte er wieder aufholen. Ich glaube, eine Runde machen wir noch. Und dann ziehen wir den hier ein bisschen kleiner. Ja, das sieht ganz gut aus, denke ich mal, wenn wir noch eine Runde machen. So. Geht noch nicht. Wir müssen noch über 120 da sein. Jetzt geht's. So, jetzt holt er nochmal auf. Ja. Genau. Und wenn wir hier sind, machen wir den Kreis da hinten ein bisschen kleiner. Ausgerichtet sind wir noch passend.
Das ist da und das ist da. Das heißt, wir brennen da mal runter jetzt. Auf 100, vielleicht 100. Und aufgeholt werden muss noch. Aber halt nicht mehr so viel. So, lassen wir es mal. Und dann wieder vorwärts. Wir sind außen und er kommt näher, ne? Er ist das da. So, wir haben den längeren Weg, er hat den kürzeren. Okay. Ich glaube, das braucht noch mehr. Ist natürlich Abstand noch 570.000 Kilometer, ist noch reichlich, ne? Aber es wird immer weniger. Vielleicht hätten wir noch eine ganze Runde drehen sollen. Wir werden es sehen. Hier ist er ja auch erst, das ist ja gar nicht das, sondern das ist er, ne? Hier sind wir das da. Ich glaube, wir müssen den dann nochmal wieder größer ziehen auf der anderen Seite. Können schon mal andersrum ausrichten. Ich glaube, das dauert doch noch ewig. So, stopp mal. Und mach den da oben mal wieder auf 120 oder sowas. Ja, sagen wir 130. Oder knapp drunter, ne? So, auf geht's. Ja, das ist schon, war schon richtig, das zu machen. So. 260. Den Punkt haben wir jetzt vorbei, dann gibt es einen neuen. Das sieht doch gut aus. Und hier. Ja, da sind viele gute Annäherungen, ne? Ja. Hundertsechzig, 90, 70, 50. So, jetzt können wir mal langsamer. Wir haben also jetzt noch 32.000 Kilometer Abstand. Wir werden definitiv, den wir den Ring so groß lassen, nicht näher kommen. Fliegen wir mal nochmal näher weiter vor. Die Entfernung nimmt noch ab. So, jetzt sind wir schon ein bisschen übers Ziel hinaus. Wir müssen wieder reinholen. Und wenn wir ausgerichtet sind, passt das schon. Wie bleiben wir denn hier bei ihm?
Nein, das ist Kerben, aber Absicht, die wollte ich nicht. Ich wollte die von dem. Krieg ich die auch rein? Ne. Also erstmal das da hinten kleiner machen. Siebenundsiebzig haben wir da, okay. Neunzig. Stopp mal, hier sind wir schon auf 72. Wir sind da schon zu klein. Wir müssen erst weiter huschen. Okay. Wir sind da erst da. Wenn wir da zu klein sind, geht es wieder weiter weg. Wir sind hier aber noch größer. Fliegen wir mal noch ein Stück vor wieder. Ja. So, mal Stopp. Kerben Apoapsis ist 83. Ist das jetzt unserer? Dann wäre das ja noch relativ gut, oder? Da tut sich nichts, das ist also der falsche, das sind nicht unsere. Das ist unsere. Und die brauchen wir ein bisschen größer wieder. Einmal umdrehen. Muss mal gucken, was hier so anzusehen ist. Also das ist 83 Thompson seine, oder? Das ist unsere. Wir müssen mal auf seinen Level kommen. So. Wir sind hier noch außen. Er ist noch hinten. Ne, ist er ja gar nicht. Ist er da? Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, denke ich mal. Wir fliegen mal noch ein bisschen schneller vor und gucken, wo wir hinkommen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt, was wir gerade anvisieren. Er rückt näher und die Bahn wird gleich enger. Geht noch einer schneller, ja, ne? 12. So, jetzt sind wir knapp vorbei. Ist aber nicht schlecht im Endeffekt. So, jetzt müssen wir eigentlich zu ihm hin. Das hat ja anders keinen Sinn, ne? Das sind keine schlechten Rendezvous-Punkte, oder? Aber dann ist er doch schon vor, oder? Wenn wir jetzt weiterziehen, dann ist er vor. Der Abstand wird noch geringer. So. Halt, Stopp. Hallo. So. So, er ist jetzt vor uns. Das ist unsere Flugbahn, das ist seine. Wir müssen jetzt gucken, dass wir es da reinziehen, ne? Auf manuell. So, wenn wir da jetzt, dann geht's weg. Also wir müssen anders rum dahin. So, oder? Nee, da passiert gerade nichts.
Nee, das geht, wandert gerade weg. Das ist also verkehrt. Sind definitiv dahin. Ist noch weiter höher, vielleicht ein bisschen. Bisschen mehr nach rechts, so. Das sieht nicht schlecht aus. Okay. Stopp. Da müssen wir jetzt eigentlich irgendwo hinkommen, ne? Wo ist er denn? Da ist er. 1,8 Kilometer. Und wir nähern uns der ganzen Geschichte, ne? Können nur ein bisschen hier rüber. Oh, wir sind viel zu schnell, sehe ich gerade. Das war jetzt nicht so dolle. Stopp. Das war jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Ich glaube, da wir jetzt gegen die Richtung sitzen, müssen wir jetzt hier lang lenken, ne? Ja. So, wo ist er? Da ist er auf 1,6 Kilometer. So. Ne, das war verkehrt. Ist noch da. Hier reinholen, gut. Das war zu viel des Guten. Aber er kommt wieder. Okay. Wir nähern uns jetzt auf jeden Fall dann wieder. So. Stoppen. So. Das sieht jetzt nicht schlecht aus, ne? Wir gehen mal auf 20. Dann nähern wir uns der ganzen Geschichte, ne? Und jetzt müssen wir uns nur umdrehen. Beziehungsweise, das passt soweit. Ja, jetzt zählt es ja schon in einem näheren Bereich. Lass uns das umdrehen. Wir sind ungefähr auf Kurs. 900. Achthundert. 700.
600 sind wir schon durch und jetzt sind wir gleich bei 500. Das heißt, ich würde jetzt mal ein bisschen den Schub rausnehmen wollen. So. Müssen ein bisschen korrigieren. Stopp, das war verkehrt. Ich glaube, wir müssen noch da, oder? Nee, ich habe die falsche Taste erwischt. Das war jetzt gar nicht gut, glaube ich. Nee, das war verkehrt. Wir müssen doch dahin. So. 200 Meter, 1 Meter Näherungsgeschwindigkeit. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, dass wir den da wieder reinpendeln. So, ist das gar nicht verkehrt, glaube ich. Bisschen aus. Hier reinkommen. Allerdings sind wir ziemlich langsam jetzt aufs Ziel. Ich glaube, wir drehen nochmal um und gehen ein bisschen näher wieder ran. So. Tiefer. Und einmal wieder umdrehen. 140 Meter. Meter. So, Annäherungsgeschwindigkeit müssen wir jetzt mal noch wegnehmen mehr. Meter. Okay. So, 25 Meter haben wir jetzt. Das war natürlich wieder ein Tacken zu viel, ne? Dann drehen wir einmal gerade um, weil wir entfernen uns ja jetzt gerade wieder. Das wollen wir ja nicht. Das war knapp daneben, ist auch vorbei, aber wie war das? So, ich denke mal, das können wir so lassen. 30 Meter, da müssten wir jetzt auch ihn steuern können eigentlich, ne? Oder vertue ich mich da? Nein, wir müssen auf 30 Meter auf jeden Fall da rein können. Aha. Thompson-Kapsel und er macht ein Eber. Wir machen das Düsentriebwerk an und müssen dahin. So, dann wollen wir mal gucken. Ne, wir fliegen gerade weg. So, man sieht natürlich nichts, weil ich auch das Licht nicht angemacht habe. Das ist natürlich gerade nicht so dolle. Wir können auch noch ein bisschen vor.
Autosaving ist immer gut, ne? Bisschen näher daran. Das macht alles einen guten Eindruck. So, jetzt müssen wir nur gucken. Ist da die Luke? Tatsächlich. Shit, jetzt habe ich so knapp verpasst. Die F-Taste nicht erwischt, ne? W wie Board. Haben wir es geschafft, haben wir schon an Bord. Wunderbar, das hat geklappt, da bin ich glücklich und zufrieden. Und dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch erst reichen. Wir machen in der nächsten Runde dann die Landung weiter und sind dann auf dem besten Weg, würde ich sagen. Ja, gut, okay. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo habt und noch, wenn ihr einen Daumen hoch geben würdet für die gute Folge, die ich gemacht habe, falls sie denn euch so gefallen hat. Macht noch die Glocke an, dann werdet ihr für die nächste Info, wenn ein Video von mir hochkommt, auch informiert und dann läuft's, ne? Alles klar, bis dann. Tschüss.